Dennis, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dass die gerade bei dir ein bisschen knapp ist. Du spielst NBA, hast nebenher deine Klamotten und jetzt auch noch die Lounge. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich habe halt natürlich viel zu tun. Natürlich Fokus auf Basketball. Habe meine Leute hier, mein Bruder, meinen besten Kumpel aus Deutschland, Joel. Hakan ist auch hier und die machen halt alles drumherum, was vom Basketball ist. Und die passen halt gut auf, haben halt auch viele Leute, die mit denen zusammenarbeiten. Und das klappt auf jeden Fall alles so. Wenn ich jetzt als Tourist nach Atlanta komme, was erwartet mich bei dir in deiner Lounge? Einfach nur gute Musik, guter Vibe. Alle kommen hier hin, um halt einfach Spaß zu haben. Ein paar können halt Shisha rauchen, ein paar können sich halt Drinks holen, einfach gute Musik hören. Und ja, also jeder weiß halt, dass es ein guter Spot ist hier. Und auch viele kennen mich halt hier in Atlanta, die mit mir halt viel schon gemacht haben zusammen. Und die wissen halt, dass es schon eine gute Szene ist hier. Wie oft kann man dich hier antreffen? Ich werde auch hier sein. Früher bin ich auch zu Lounges gegangen. Ich werde halt auch öfter hier sein und werde halt die Zeit mit meinen Freunden genießen. Auch wenn die Teammates kommen wollen, wie gestern, dass sie halt natürlich herzlich willkommen sind, sodass sie halt immer kommen können, wann sie wollen. Und man kann mich auf jeden Fall schon öfter hier treffen. Jetzt lass uns ein bisschen über das Sportliche reden. Vor einem Jahr wart ihr das Team der Stunde. Wart schon sicher für die Playoffs qualifiziert. In diesem Jahr war es so ein bisschen auf und ab. Wie schätzt du selber die Situation ein? Also, ich denke, mit Damari Carroll haben wir schon einen großen Piece des Teams verloren. Aber mit Ken Bazemore, Tim Hardaway, Justin Holiday hatten wir ja vorher, der jetzt getradet wurde zu den Chicago Bulls. Wir haben halt schon gute Pieces, junge Pieces, die halt gut zusammenpassen. Und ich denke, wir finden uns jetzt langsam wieder. Jetzt haben wir wieder einen Rhythmus. Und ich denke, dass wir halt zu den Playoffs auf jeden Fall bereit sind und versuchen wieder alles zu geben, dass wir auf jeden Fall was Erfolgreiches schaffen. Bei dir selber ist es so, dass deine Rolle, seit du hier in Atlanta bist, stetig gewachsen ist. In diesem Jahr gab es aber auch so 2-3 Spiele, wo du wenig oder gar nicht gespielt hast. Wie siehst du deine Leistung selber oder woran liegt es, dass du eben immer mal wieder so ein paar Spiele hast, wo es nicht so läuft? Ja, manchmal ist es halt so. LeBron James, der beste Spieler, der hat auch manchmal schlechte Spiele. Ist halt einfach so. Manchmal ist halt nicht dein Tag und der Coach sieht es halt am Anfang direkt und dann denkt er sich, okay, wir haben auch noch einen dritten Point Guard, der gut spielen kann. Und Kirk Heinrich ist auch kein schlechter, vorher war es Shelvin Mack. Und die arbeiten auch sehr hart und manchmal, wenn der Coach sieht, okay, Dennis klickt heute nicht richtig, dann gibt er denen halt auch eine Chance. Natürlich frustrierend manchmal, wenn du selber auf der Bank sitzt, aber man versteht es dann nach dem nächsten Tag, wenn ich mit dem Coach rede. Und ja, also es ist auf jeden Fall, ist manchmal frustrierend, aber man versteht es auf jeden Fall. Du hast in dieser Saison deine Turnover-Rate extrem runtergesenkt. Was ist so der letzte Punkt, an dem du noch arbeitest? Was ist so eine Schwäche, an der du noch feilst? Eigentlich immer an allen Sachen. Ich will natürlich finishen, am Korb will ich noch besser werden, Dreier will ich noch besser werden, Außendribbling, Dreier und natürlich die Pull-Up-Jumper von der Mitteldistanz. Natürlich drumherum alles, Leadership will ich besser werden. Aber ich denke, ich habe schon viele Schritte gemacht und ja, ich bin auf einem guten Weg auf jeden Fall. Ich muss weiter hart arbeiten und dann denke ich, wird es auf jeden Fall weiter nach vorne gehen. Jetzt ist die NBA in der heißen Phase, kurz vor den Playoffs. Wo geht's hin mit den Hawks in diesem Jahr? Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn wir jetzt weiter so hart spielen und ich denke, unsere Defense ist immer da, jede Nacht. Und wenn wir jetzt unsere Offense noch besser kriegen, dann denke ich, können wir auf jeden Fall weit kommen. Ich will natürlich nichts garantieren, aber wir können auf jeden Fall als Team es weit schaffen dieses Jahr. Jetzt gibt es mit Golden State und den Spurs 2 Teams, die in dieser Saison überragend spielen. Sind es auch deine Tipps auf den NBA-Titel oder hast du noch einen anderen parat? Sind natürlich die Favoriten. Gerade spielen halt eine super Saison als Team. Spurs sind immer gut gewesen und Golden State ist dieses Jahr auch Wahnsinn, wie die spielen zusammen. Aber ich denke, jeder kann jeden schlagen in der NBA.
ist natürlich schwer jetzt viermal gegen Golden State oder Spurs zu gewinnen. Oklahoma ist halt auch nochmal eine sehr schwierige Mannschaft mit Westbrook und Kevin Durant und Ibaka haben sie auch noch. Dann haben sie viele Leute, die von der Bank kommen, aus dem Westen. Aber in der, im Osten, da kann wirklich jeder gegen jeden gewinnen. Und Cavs ist da halt eine Favorit. Toronto spielt sehr gut dieses Jahr. Und ja, also wir wollen natürlich auch mit oben, also oben mitspielen. Und ja, wie gesagt, Stück für Stück, Spiel für Spiel denken. Im letzten Jahr warst du der Leader der Nationalmannschaft während der Europameisterschaft. Hast bewiesen, dass du ein Team führen kannst. Leider hat es mit den Olympischen Spielen in diesem Jahr nicht geklappt. Jetzt steht die EM-Quali an. Was sagst du zu der Gruppe? Ja, schon gesehen, die Gruppe. Also wir müssen auf jeden Fall uns qualifizieren, so, das ist ja keine Frage. Ich denke, jeder von der Organisation will Europameisterschaft spielen. Und ich habe halt auch gesagt, ich stehe zur Verfügung, falls ich mich halt gut fühle nach der Saison. Und deswegen kann ich halt nie irgendwas garantieren sofort. Aber das ist natürlich klar, das versteht, glaube ich, auch jeder. Und, aber ich freue mich natürlich drauf, wenn ich spiele und wenn ich mich halt gut fühle, dass ich halt wieder mit der deutschen Nationalmannschaft spielen kann. Denkst du noch ab und zu an die EM im letzten Jahr? Ja, natürlich. Wir haben natürlich gegen Top-Teams gespielt und immer mit ein oder zwei, drei Punkten verloren. Und ja, das ist halt Potenzial. Wir hatten viele junge Spieler. Paul Zipser, Maude Loh, ich selber, 22 gewesen. Und ja, wir haben halt viele Leute, die wirklich Potenzial haben. Und wenn wir halt so jetzt schon so knapp gegen die Top-Teams gespielt haben, dann denke ich mir, für die nächsten Jahre können wir auf jeden Fall es weit schaffen. Und dafür werde ich halt auch alles geben. Jetzt blicken wir mal auf die politische Landschaft hier. Wenn man hier den Fernseher einschaltet, läuft rund um die Uhr der Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur. In Deutschland standen auch die ersten Wahlen an. Wie nimmst du solche Ergebnisse wahr, wie zum Beispiel, dass die AfD über 20% kommt? Ja, ich kriege nicht viel mit in Deutschland, aber hier kriege ich es ja auch mit, ich meine, mit Donald Trump und sagt halt, dass die muslimischen Leute, wenn er halt Präsident wird, dass die halt alle raus müssen und sagt halt viele Sachen, die halt einfach keinen Sinn ergeben, finde ich. Und ist schade. Ich hoffe, dass halt irgendwer anders die Wahl gewinnt und ja, aber ich versuche mich halt nur auf Basketball zu fokussieren. Meine Jungs hier auf die Lounge und mein Bruder natürlich auf die Klamotten. Und alles andere ist einfach nur natürlich im Hinterkopf. Aber fokussieren einfach will ich mich nur auf Basketball. Vor 3 Jahren warst du kurz vor der Draft gestanden. In diesem Jahr sind sicher dabei Paul Zipser und Maude Loh. Welche Chancen räumst du denen ein? Ja, bei Maude Loh, wie ich schon gesagt habe, er hat viele Rekorde jetzt auch gebrochen in Columbia und er ist einfach, spielt halt Wahnsinn einfach. Und er ist, ruft mich halt auch öfter an und sagt mir, ey, ich habe so und so gespielt oder was kann ich noch machen? Und ich bin halt gut mit ihm und ich versuche ihn halt natürlich so weit wie es geht, alle Tipps zu geben, die ich auch habe. Und der hat auf jeden Fall eine Chance. Er muss halt einfach weiter so spielen und weiter als Team gewinnen. Das ist auch sehr wichtig auf dem College. Und wenn er das so macht, dann auf jeden Fall. Dann kann er es auf jeden Fall schaffen in der Draft. Und ja, mit Paul Zipser, ich habe halt nicht viel jetzt mit Bayern gesehen. Aber was ich gesehen habe bei der Europameisterschaft, war schon in Ordnung. Und er kann spielen und er ist halt auch natürlich jung. 94er Jahrgang und ja, der hat auf jeden Fall Potenzial. So einen Deutschen, glaube ich, haben wir halt auch noch nicht gehabt, der so athletisch ist, werfen kann, rebounden kann. Ist halt sehr lang mit seinen Armen und so. Und er ist halt auch ein Special Spieler, sage ich mal. Und wenn er weiter so arbeitet und sich nicht verletzt, wie jeder andere auch, dann hoffe ich, dass er auch natürlich eine Chance hat. Vielen Dank dir, Dennis. Ja. Dankeschön. Dir alles Gute für die Playoffs. Dankeschön. Danke sehr.